Hello, my kind of hotel. Ahoi, Moxie. Das ist was für Seeleute hier. Sehr schön. Ich freue mich. So, weiter geht's. Willkommen im Zimmer 716 des Moxie Hotel und Southampton Harbour Parade. Gepäckablage. Kaffee, Teezubereitung, deutsche, nordeuropäische Festansteckdose, englische USB-Sticker, Lampen, kleines Schreibtischchen hier, Fernseher mit Begrüßung, hello, thank you for welcoming me. Dann mein schönes großes Bett, es ist eben nochmal umgeändert worden von zwei Einzelbetten auf ein großes, ich reise ja hier alleine auf Geschäftsreise. Stecker auch am Bette, allerdings da die britischen. Ich habe den Umstecker vergessen. Das ist ganz dämlich von mir. Ich sollte es besser wissen. So, nach Jahren des Reisens auf englischen Schiffen, wobei ich hoffe, dass es diesmal europäische Stecker gibt, nicht englische. So, hier ist das schöne Badezimmer. Dusche. Muck ist hier die Marke des Vertrauens. So, das schöne Einzelzimmer hier in Southampton. Hier gibt es nicht mal ein Regal, brauche ich auch überhaupt nicht, alles perfekt. Jetzt läuft hier schon mal die Kaffeemaschine. Moxie Hotel, wo ist zum Kaffee, zum Pulverkaffee? Echte Milch, gibt kein Milchpulver. Thank you so much. kurz nach 6 und hier steht das Frühstück bereit im Moxie. Duftet auch lecker hier, wahrscheinlich hier nach. Das ist für den deutschen Magen etwas zu früh. Das ist eher so meine Sektion hier. Da geht es dann natürlich noch weiter mit Juices. Und Obst gibt es ja auch. Und ich bin die Erste. Oh, Nutella, auch Nutella dabei. Ist auch nicht mein Frühstück, aber für alle was dabei, ne? Mermaid auch. Guten Morgen aus dem Moxie Hotel. Hund und ich, matching Kleidung heute und es gibt jetzt Frühstück.